Hallo, kann ich den Ball wieder haben, bitte? Sag, man kann Osnabrücker Fußball spielen. Ich bin Gerda Samor, 38 Jahre alt. Ich bin Iyad Ibrahim, 25 Jahre alt. Ich lebe seit ich 12 bin in Deutschland, komme aus Ghana. Ich komme aus Syrien, ich spiele für SC Germania. Ich bin leider nur Vize-Weltmeister geworden. Leider nur in Kreisliga C. Glück auf. Wie geht's dir? Alles gut? Gut. Bei dir? Schön, schön bei mir auch, ja. Wie lange bist du schon hier? 14 Monate. Und wann musstest du fliehen? Es gibt Krieg in Syrien. So. Man kann nicht weiterleben. Syrien, was hast du denn gemacht? Hast du gearbeitet? Ich habe Englisch studiert in Damaskus. Als mein Studium fertig war, ich könnte nicht mehr bleiben, weil ich muss zur Armee gehen. Was ist deine Geschichte? Mein Vater hat damals uns allein lassen müssen. Der musste auch selbst fliehen, weil er Journalist in Ghana und wurde politisch verfolgt. Ich war sehr, sehr jung. Seit wann bist du in Deutschland? Mit 12 nach Deutschland gekommen. Meine Eltern lebten schon hier. Bin in Ghana aufgewachsen bei meiner Oma und habe mich dann sehr, sehr gut eingelebt in Deutschland. Ja. Du sagst ja, du wurdest ja sehr herzlich aufgenommen in Deutschland, aber es gibt auch das Negative, hast du Diskriminierung in Deutschland erlebt? Die Leute, die erstmal, die haben das Idee, dass 24 Flüchtlinge, die kommen, okay, ja. Aber die kennen uns nicht und die haben Angst, dass wir schlecht sind. Aber wenn einige Leute uns kennenlernen, das läuft anders. Was ist mit dir? Hast du Diskriminierung schon erlebt? Ja klar, nachdem wir WM 2006 gespielt haben und alles sehr, sehr schön in Deutschland war. Einen Monat später ein Spiel in Rostock mit Schalke. Und es gab eine Gruppierung, die haben mich wirklich ausgepfiffen mit Affengerüchte. Und das hat schon sehr, sehr weh getan. Was machst du dagegen? Wie behandelst du diese Situation? Ja? Ich will den Leuten zeigen, dass die mich damit motivieren, noch besser zu sein. Und habe dann das Spiel zu Ende gemacht. Aber was ich sehr, sehr wichtig finde, dass man einfach darüber redet. Leute wirklich zu sensibilisieren und zu sagen, was wir da machen, ist schlecht. Ist egal, was so eine Hautfarbe man hat, ist egal, wo man herkommt. Wir sind alle gleich. Unsere Mitmenschen müssen zeigen, okay, hier, das hat keinen Platz mehr bei uns in Deutschland.